Liebe Zeitreisende, packt euch Sand in die Badewanne und bildet euch ein, es wäre Sommer. Es sind 2 Wochen ins Land gegangen und wir haben eine neue Folge vor 100. Vorhang auf und Bühne frei. Herzlich willkommen zur 81. Folge von vor 100. Hier ist der Luis und der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Ja, und wir haben eine besondere Folge im Angebot, würde ich sagen. Und welches Datum haben wir denn erstmal heute, Steffen? Wir haben heute den 24.02.2017 und vor 100 Jahren, Luis, da hatten wir was? Den 24.02.1918. Übrigens, wir leben auch heute im Jahr 2018, Steffen. Du hast 2017 gesagt. Ah, ich habe 2017 gesagt. Ja, die Zeitung, ja. Das Jahr ist noch nicht bei mir angekommen. Ich verarbeite immer noch die Ereignisse aus dem letzten Jahr. Das war ja so ereignisreich. Die Zeit rast. Ja, aber für uns Zeitreisende ja kein Problem. Gut. So, wie ist die Folge gegliedert, Steffen? Wir aus gegebenen Anlass, was wir gleich in Hausmeisterthemen erklären werden, fangen wir an mit Hausmeisterthemen. Dann kommen wir direkt zum Totholzteil Nummer 1. Du berichtest aus dem Tagebuch von Harry Graf Kessler. Und ich werde wieder einen Veteran, der jenseits der 100 war und über den Ersten Weltkrieg sprach, vorstellen. Sehr schön. Den habe ich nichts hinzuzufügen. Wollen wir mit dem Hausmeisterteil anfangen? Ja, ich stelle mal die Original vor 100 Eieruhr. Sie ist heute wieder am Start. Auf 2 Minuten. 2 Minuten, exakt, genau. Und denn Podcaster reden gern über sich selber und deswegen begrenzt auf 2 Minuten. So, und sie läuft jetzt auch schon. Ja, Luis, du bist diesmal, wir reden nicht direkt face-to-face zueinander, miteinander, sondern du bist auf der anderen Seite der Erde. Du bist in China. Genau, in China. Und zwar, ich bin in einer Stadt, die nennt sich Chaozhou. Hier leben 2,5 Millionen Einwohner. Das liegt in der Provinz Guangdong. Guangdong, wer kennt es nicht, das liegt am Perlflussdelta, also da, wo Hongkong ist. Hier leben 110 Millionen Leute in dieser Provinz. In dieser Metropolregion um Hongkong leben 50 Millionen und 400 oder 350 Kilometer entfernt davon liegt Chaozhou. Und da leben 2,5 Millionen Leute, kennt keiner in Deutschland und da bin ich gerade. Und kommst irgendwie morgen oder übermorgen wieder, ne? Ach nee, heute kommst du wieder, am Samstag, ne? Ja, am Samstag komme ich wieder, genau. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 2 Tage in der Zukunft, aber wenn ihr das hört, am gleichen Tag. Zeit ist ja alles relativ beim Vor-100-Podcast. Ja, und ist sehr schön hier. Also China kann man sehr empfehlen, ein tolles Land. Die haben jetzt auch das neue Jahr, haben die letzten Tage sehr fleißig mit Feuerwerken gefeiert. Chinesisches neues Jahr war letztes Wochenende und war viel los hier. Und Luis lernt schon fleißig Mandarin. Genau, ich lerne jetzt... Ich habe meinen Urlaub immer so ein bisschen Zeit gehabt und habe es angefangen, Chinesisch zu lernen. Oh. Ich würde auch sagen, wir beenden das gleich. Ich wollte einen Satz mit dir teilen, über den ich mich sehr gefreut habe. Ja, schieß los. Washi Tade Baba. Das heißt, ich bin dein Vater. Ah, Star Wars auf Mandarin, sehr schön. Und ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort für die Hausmeisterthemen und wir kommen gleich zum Totholz Teil Nummer 1. Und du wirst über Harry Graf Kesslers Tagebuch sprechen. Genau. So, Luis, was hat denn der Harry Graf Kessler heute vor 100 Jahren geschrieben? Buchstaben. Und Sätze wahrscheinlich. Ja, also, er war in Berlin in den letzten 2 Wochen. Hat er mal wieder gefrühstückt mit dem Außenminister und... Ja, er hat tatsächlich gefrühstückt und zwar an seinem ersten Tagebucheintrag, dem 10.2. Und er hat auch beschrieben, was er gefrühstückt hatte, mit wie vielen, was gekostet hat. Das ist sehr interessant. Also er hat geschrieben, er hat an der Friedrichstraße gefrühstückt in Berlin am 10.2. Wir können gleich sagen, er war den kompletten Zeitraum der letzten 2 Wochen in Berlin. Mhm. Und er hat gefrühstückt. Austern, Krebssuppe, junge Ente, Kaiserschmarrn, echten Kaffee und Bordeaux-Wein. Ein Harry Graf Kessler lässt sich das gut gehen. Hat er diesmal keine Schildkrötensuppe gehabt, ja? Nee, diesmal nicht. Und es waren 5 Personen. Rat mal, was der Spaß gekostet hat. Vor 100 Jahren. 120 Mark. 217 Mark. Ah,
Okay, das ist sagenhaft teuer, oder? Jetzt sage ich mal, lehne mich aus dem Fenster und ich freue mich über jeden, der mir einen Hinweis gibt dazu. Das wäre ein doppelter Arbeitslohn. Arbeiterlohn. Am Tag. In der Woche, im Monat, was meinst du jetzt? Im Monat. Genau, es wäre so ein Monatslohn von so ja. Doppelter, also es wären quasi den Monatslohn von zwei, aber richtigen Facharbeitern, also Leuten, die schon was können. Würde ich auch sagen, ja. So, also mindestens 70 Mark im Monat, mindestens, aber das, genau. Und das große Thema ist Brest-Litovsk. Die Friedensverhandlungen zwischen den Mittelmächten und dem und sozusagen dem bolschewistischen Regime in St. Petersburg. Und die sind jetzt ja langsam auch abgeschlossen. Trotzki hatte da ja auch dann seine Eins gesagt, die sind jetzt abgeschlossen. Was sagt denn Harry Graf Kessler dazu? Na, also er beschreibt das so. Also am 11.2. erklärt Trotzki, wir sagen, dass für uns der Kriegszustand beendet ist. In Deutschland gibt es keine großen Feiern oder alle Leute sind glücklich, sondern die Alltagsstimmung wird von Harry Graf Kessler als ganz nüchtern beschrieben, denn alle Hoffnungen wurden schon zu oft enttäuscht. Ah, also man glaubt gar nicht mehr, dass es noch wirklich jetzt die Wendung bringen könnte, weil es schon so oft danach aussah und man will sich eigentlich nicht nochmal enttäuschen lassen. Man geht einfach seinen Alltag nach und sagt, ja, das wird schon wieder irgendwie so eine komische Meldung sein. Ich denke mir, das wird die Haltung von einigen gewesen sein. Viele jedoch haben schon Hoffnung, dass dieser Frieden den Krieg zugunsten der Mittelmächte entscheiden könnte. Der Punkt ist, Trotzki hat das einseitig erklärt. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ja bei den Friedensverhandlungen davon gesprochen wurde, dass es einige Bedingungen geben sollte und dass Trotzki die aber nicht akzeptiert hat. Und dann ist er, ich glaube, ein paar Tage später hat er dann aber diese Erklärung gemacht, dass aus seiner Sicht sind jetzt diese Friedensverhandlungen abgeschlossen und hat aber den Bedingungen gar nicht zugestimmt. Genau, weil die Mittelmächte wollen umfangreich expandieren, imperialistisch Gebiete annektieren, Rohstoffe sichern und die russische Partei, die möchte das selbstverständlich nicht. Und einfach nur Frieden wäre ja aus russischer Sicht eigentlich vorteilhaft, weil dann müssten sie eventuell weniger Bedingungen akzeptieren. Ja. Und deswegen heißt diese einseitige Erklärung des Friedens erstmal nicht viel, weil entscheidend ist, was die Mittelmächte dazu sagen. Und die waren not amused. Richtig, also die haben das zur Kenntnis genommen, sind abgereist und beraten sich. Das ist ein Eintrag vom 12.2. Und der Harry Graf Kessler hat erst beim Frühstück mit wahrscheinlich sehr wichtigen Personen dieses Brest-Litovsk, die Situation besprochen. Oder wie sieht das aus? Ja. Richtig, genau. Unter anderem am Frühstück am 16.2. mit Wieland Herzfeld, einem Dichter, später Verleger, der noch sehr, sehr viel erlebt hat in seinem Leben. Sehr spannender Wikipedia-Eintrag, werden wir verlinken. Für Leute, die es interessiert, Wieland Herzfeld, mit denen hat er gefrühstückt. Der stand damals im Feld und berichtet halt, dass das Feld ihn sehr verändert hat und er Werke wie früher nicht mehr so schreiben würde. Kessler berichtet auch, dass er aber nicht von schrecklichen Erlebnissen spricht, sondern das Herzfeld die verschweigt. Und bevor wir weitergehen, was ich sehr spannend fand, Wieland Herzfeld erzählt von seinem Traumberuf. Und zwar, er möchte gern Kinooperator werden. Genau. Und jetzt würde ich vorschlagen, kommen wir wieder zurück zum Friede von Brest-Litovsk. Und am 16. Februar, also 4 Tage später, wird vermeldet. Nach den aus Berlin eingetroffenen Blättermeldungen sollen die jüngsten Beratungen im Hauptquartier zu der Feststellung geführt haben, dass durch die Erklärung der Petersburger Regierung, dass der Kriegszustand beendet sei, die volle militärische Handlungsfreiheit Deutschlands nicht berührt sei. Und Kessler schreibt dazu, mit anderen Worten,
Wir haben einen neuen Krieg gegen Russland, den Österreich nicht mitmacht. Ich kann mich auch, also ich glaube auch, dass denn das Deutsche Reich daraufhin mit Soldaten in russische Gebiete wieder vorgestoßen ist. Korrekt, die Deutschen haben wieder angegriffen, aber ohne Österreich. Ja, das sieht der Harry Graf Kessler, glaube ich, ganz richtig. Die Österreicher haben sich jetzt da gut raushalten können und Deutschland ist jetzt in dieser dummen Situation, dass die sich damit nicht zufrieden geben und wieder vorstoßen. Und einen neuen Krieg sozusagen anfächern. Richtig. Und die Feindseligkeiten beginnen. Die deutschen Truppen haben wenig Widerstand und beginnen den Vormarsch. Harry Graf Kessler bespricht sich mit den Botschafter Stumm und der Botschafter berichtet ihnen, dass er über die Hungersnot, die die Truppen des Deutschen Reiches jetzt in Russland auslösen wäre, total entsetzt wäre, weil dieser neue Krieg wird zu Hungersnöten führen. Er sieht aber auch keinen anderen Weg. Er selber sieht auch gar keinen anderen Weg. Nee, der Botschafter, der selber sagt, dass es halt total Leute zu verhungern bringt. Das überrascht mich. Ich hätte erst gedacht, dass er irgendeinen Alternativplan noch hätte und vorgeschlagen hätte. Nee. Okay, und wie sieht Harry Graf Kessler das? Er hat es einfach nur aufgeschrieben, wie er es oft gerne macht, ohne Kommentar. Er hat es nicht bewertet. Okay. Gut. Sonst noch andere Erkenntnisse aus diesem Frühstück? Nein. Ich würde jetzt auch direkt zum letzten Eintrag springen für diese zwei Wochen, den ich noch sehr interessant fand. Und zwar, er berichtet, Ernährungsverhältnisse in Berlin. Besser als im vorherigen Jahr. Für Geld ist eigentlich alles zu haben. Allerdings teuer. Aber auch die ärmeren Klassen haben offensichtlich besser zu essen wie vor einem Jahr. Die Missstimmung und der Überdruss am Kriege werden trotzdem langsam größer. Russland hat heute unser Ultimatum angenommen. Ich finde, so ein Harry Graf Kessler, weißt du, der zu Silvester eine Schildkrötensuppe hat und jetzt zum Frühstück junge Ente und hast du nicht gesehen alles, der sagt, dass die Ernährungslage sich deutlich verbessert hat im Vergleich zum Vorjahr. Er sagt ja zwar auch, dass er das bei den ärmeren Leuten sieht, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob so ein Harry Graf Kessler da wirklich das gut beobachten kann. Ich glaube nicht, dass das seine Expertise ist, zu beurteilen, wie gut das die Ernährungssituation der einfachen Arbeiter ist. Glaube ich auch nicht. Zumal wir in der letzten Folge wieder Meldungen hatten, dass man wieder auf Steckrüben ausweichen sollte und besonders sparsam sich ernähren soll. Und das werden ja auch wieder sehr viele Lebensmittel konfisziert und die Leute kriegen nur Lebensmittelkarten. Also ich glaube, das ist eine nicht ganz so gute Einschätzung von ihm. Ja, also er berichtet auch, der Wilhelm Herzfeld, von dem ich erzählt hat, hat auch berichtet, dass bei der Truppe im Feld die Unzufriedenheit wächst. Und zwar die Unzufriedenheit wegen der eigenen Offiziere, weil die haben sehr, sehr gutes Essen, sehr gute Verpflegung, während die Soldaten hungern. Und das würde sehr stark anwachsen. Und das scheint sich durchzuziehen. Also ich finde es wirklich interessant, wenn man Harry Graf Kessler sieht, offensichtlich, was möglich ist, wenn man Geld hat. Ja, auch damals, dass man da sehr gut leben kann in Berlin, nach 4 Jahren Krieg. Ja. Man muss nur Geld haben. Wenn er da seine Ente kaufen kann und zum Frühstück essen kann, warum nicht? Und Harry Graf Kessler sieht es auch und beschreibt es auch. Und ist ja das, was auch passiert ist, dass halt diese Unterschiede sehr stark sind. Ja, also ich würde auch sagen, das war es jetzt von mir, von den letzten 2 Wochen. Er war durchgängig in Berlin, er war zwischendurch auch nochmal krank und bin mal gespannt, was er dann in den nächsten 2 Wochen alles so erleben wird. Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, kommen wir zu meinem Totholz-Teil und bevor wir aber dazu kommen, vielleicht einen kleinen Werbeteil aus dem Berliner Tageblatt heute vor 100 Jahren. "6000 kleine Schachteln Cola Dulz umsonst.
Ich möchte gern einem jeden, der schwache Nerven hat, eine Probe meines Mittels zukommen lassen. Es belebt die Nerven, regt sie an und beeinflusst dadurch dermaßen die Gesundheit, dass man sich bald so frisch und wohl und unternehmenslustig fühlt, wie man es von Natur aus sein sollte. Cola Dulz soll überdies auch die Nerven in Anregung erhalten. Im eigenen Interesse eines jeden Lesers dieses Inserats, der erschöpfte Nerven hat oder der leicht müde und abgespannt wird oder zu Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit neigt, wünsche ich, dass er Cola Dulz versuchen möge. Und wahrscheinlich würde er dann bald, wie viele andere sagen können, die Wirkung von Cola Dulz ist geradezu überraschend. Die besten Nerven sind die, von denen man am wenigsten merkt. Cola Dulz ist ein Freund der Nerven. Es ist angenehm im Gebrauch und seine Wirkung ist eine Erfrischung. Cola Dulz ist unschädlich und wird Männern, Frauen und Kindern empfohlen. Das Alter hat dabei nichts zu sagen. Es ist ein Präparat zur Anregung der Nerven. Cola Dulz ist überall am Platze, wo die Nerven nachlassen oder sich sonst unangenehm bemerkbar machen. Schreiben Sie mir sofort eine Postkarte und verlangen Sie gratis zur Sendung einer Probeschachtel. Max Dulz, Berlin SO 33, Nummer 697. Luxusdüfte, Schönheitspuder, Salbencremes von Leichner, die führende Duftei. Aerosol, elektrischer Parfümverdunster und Rauchverzehrer. Verbessert die Luft, zerstört den Tabakrauch, parfümiert die Räume. Künstlerische Ausführungen in transparentem, handgemaltem Porzellan, glänzend bewährt. Und in den meisten besseren Haushaltungen im Gebrauch. Bezugsquellen werden nachgewiesen. Katalog auf Wunsch kostenlos. Zu haben in den feineren Kunstporzellanbeleuchtungs- und Parfümeriegeschäften. Aerozonfabrik Berlin. Und zu guter Letzt ein Kulturtipp. Im Mozartsaal am Nollendorfplatz Nummer 5 sehen Sie heute um 3 Uhr das Drama Edelsteine in 4 Akten. In der Hauptrolle Henny Porten. Dann kommen wir zum zweiten Teil von der Totholz-Rubrik Last Post. Ist ein Buch, was ich letztes Jahr im Februar angefangen habe zu lesen, geschrieben von Max Arthur. Und er hat einige britische Veteranen, als sie jenseits der 100 waren, nochmal getroffen und sich mit ihnen über ihr Leben unterhalten, unter anderem vor allem über die Zeit im Ersten Weltkrieg. Und diesmal, Luis, habe ich mitgebracht Nicholas Swarbrick. Und der war auch ein Operator, aber er war Radio-Operator. Heißt also er, Funker. Funker, genau. Ist geboren am 14.11.1898 und starb am 2.2.2006, wurde demnach 107 Jahre alt. Irre. Ja, da wir jetzt nicht direkt gegenüber sitzen, Luis, habe ich diesmal kein Foto für dich diese Woche, um es mal mit sozusagen wie Heidi Klum. Und ja, dieser Nicholas Swarbrick, der spricht tatsächlich gar nicht so viel über seine Zeit im Ersten Weltkrieg und was er danach erlebt hat. Allerdings sehr viel über seine Kindheit, was ja auch mal nicht so uninteressant ist. Unter anderem sprach er davon, dass er nicht so wirklich eine Mutter hatte. In der Hinsicht, sie war zwar da, aber er durfte sich ihr nicht nähern. Denn als er vier war, da hatte sie Tuberkulose und das war hochgradig ansteckend und deswegen musste die Frau Anfang ihrer 20er von ihren Kindern ferngehalten werden, weil sie sonst angesteckt hätte. Jedenfalls meinte er, da hatte er in der Hinsicht keine richtige Mutter. Später kam er dann auf ein... Aber das ist schon scheiße. Ja. Später kam er dann auf eine religiöse Schule,
Er meinte, dass auch scheiße. Ja, aber er hat sich in der, es gab so zwei Stufen, es gab so die Unterstufe und die Oberstufe. Und bis zur Oberstufe hat er sich da auch sehr gut gemacht und hatte auch immer, jede Woche haben sie ein so eine Art Zeugnis bekommen. Und das hat er dann seinem Vater gezeigt und der fand es auch immer gut, was er da für gute Noten anbringt und hat ihm einige Pence gegeben als so eine Art Taschengeld und Belohnung. Und von dem. Also Pence im Sinne von Pfennige. Ein paar Pfennige, genau. Das ist ja, sind ja alles Briten hier. Und konnte sich davon dann was kaufen. Allerdings in der Oberstufe hat sich das dann radikal geändert. Und zwar war das ein Jesuiten-College, auf das er da ging. Und es gab halt einen Lehrer, der hat ihn hart bestraft, weil er halt nicht seine Hausaufgaben vorbildlich gemacht hat. Er war auf einer Jesuitenschule? Mhm. Das ist interessant, weil die Jesuiten unterstehen ja direkt dem Papst und sind Katholiken und die Engländer sind alle Anglikaner. Hat er das irgendwie erklärt? Nee, das hat er nicht erklärt. Weil England, die haben ja eine eigene Staatskirche. Da gab es ja mal diesen einen König, der hatte irgendwie 8 Frauen und wollte sich scheiden lassen und hat deswegen eine eigene Kirche aufgemacht, weil der Papst ihn nicht scheiden lassen wollte. Und die Katholiken, dachte ich immer, wären in England nicht so stark. Aber gut. Aber ich glaube, da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus. Ja, ich glaube, da gibt es aber auch Regionen, wo du sicherlich noch da starken Einfluss haben wirst. Jedenfalls war er auf so einer Jesuitenschule und es gab halt Strafen hin und wieder und eines Tages traf es ihn auch und er wurde so hart bestraft, also richtig ich würde jetzt nicht sagen ausgepeitscht, aber schon geschlagen mit einem Lederriemen anscheinend. Und das ist so hart gewesen, dass er sich geweigert hat, jemals wieder einen Fuß in diese Kirche, in diese Schule zu setzen. Was sein Vater auch verstanden hat und demzufolge musste er dort nicht mehr wieder hin. Der meint, heutzutage sei das ja alles deutlich anders und der Lehrer, der das damals gemacht hätte, würde heutzutage dafür ins Gefängnis wandern, was er eine gute Entwicklung findet, aber er lebte einfach 50 Jahre zu früh. Und dann ging es halt weiter. Jetzt fragt man sich, was macht man jetzt? Geht er jetzt auf die nächste Schule? Aber nein. Eine Frage, weiß man, wie alt er da war? Da meinte er war Prä-Teenager. Also irgendwas, sagen wir mal, zwischen 10 und 13. Irgendwie so würde ich schätzen, ja. Okay. Und danach hat er angefangen, nur noch sich selber zu belesen aus Büchern. Er fand es schade, dass niemand kam und ihm was unterrichtet hat von sich aus, sondern er musste halt sich sämtliches Wissen selber aneignen aus Büchern und hat gelesen und gelesen, was das Zeug hielt. Boah, also so richtig Glück hat er bis jetzt nicht im Leben, finde ich. Das klingt alles nicht so gut. Nee, und hat dann auch seinem Vater ausgeholfen. Sein Vater war letztendlich, sein Vater hatte sehr viel Land, was er bewirtschaftet hatte. Und dem hat er so 1 bis 2 Jahre geholfen. Und dann fing auch schon der Krieg an. Und ach du Scheiße. Ja, das ist ein glückliches Leben bis jetzt, ne? Also da hat er echt richtig Glück gehabt. Vor allem bis jetzt, er konnte hier für alles nichts. Ja? Boah. Aber er hat einigermaßen noch Glück gehabt, denn er hat sich schon damals sehr für Technik interessiert, vor allem fürs Radio, was damals ein nicht so bekanntes Medium war. Und das Radio wurde ja das Radio wurde jetzt damals ja auch noch nicht betrieben als so wie wir es kennen, dass man wirklich Radioprogramme hat und so, sondern wirklich nur um zu funken und um Nachrichten auszutauschen. Und das hat er. Also der hat jetzt schon mal eine Sympathie. Er setzt sich mit 13 hin und beliest sich selber, weil er es kann, über Radio. Naja, als der das finde ich cool. Als der Krieg anfing, also er ist ja 98 geboren, da muss er ja schon mindestens so 15, 16 gewesen sein. Aber trotzdem, mein Respekt trotzdem, ja. Und er hat dann tatsächlich, weil es vermehrt U-Boot-Angriffe gab, hat er sich dann, hat die Regierung verzweifelt nach Funkern gesucht. Und er hat dann einen Kurs gemacht, hat so ein Zertifikat bekommen und
Nachdem er das Zertifikat bekommen hat, innerhalb von 4 bis 5 Tagen war er schon in London und segelte los. Und war schon auf seinem ersten Schiff, die Westphalia. Komischerweise Westphalia. Aha, okay. Westfalen. Es war ein deutsches Schiff, allerdings natürlich vom Briten geführt. So, was hat er letztendlich dort gemacht? Also er war Funker auf einem Schiff und sie haben, ich sag mal so, Lebewesen transportiert von Halifax, Kanada. Wir hatten das mal in Folge 76, Halifax. Und hat Lebewesen transportiert an die Front. Was würdest du denn jetzt mal schätzen, was das für Lebewesen waren? Ich sage ja bewusst nicht Menschen. Ich wollte gerade sagen, du hast Lebewesen. Haben die Livestock verwendet im Buch als Begriff? Nee. Also Tiere, sind bewusst Tiere. Achso, hätte ich es gedacht. Errate einfach mal, welches Tier regelmäßig von Kanada nach Frankreich geschippert werden musste. Oder auch nach Großbritannien. Meine erste naheliegende Vermutung wären Pferde. Korrekt. Denn wir befinden uns ja noch im Ersten Weltkrieg. Zwar gab es auch schon die ersten Autos und auch Tanks, aber sehr vieles wurde mit berittenen Pferden noch zurückgelegt. Und letztendlich hat er nie Truppen transportiert mit dem Schiff, sondern hat immer Pferde transportiert. Und jetzt, ich hatte es auch schon mal ganz am Anfang gesagt, als ich das erste Mal Last Post in der Hand hielt und bei 400 darüber sprach, dass hin und wieder sich die Leute, die sind ja auch schon alt, als sie darüber berichtet haben, dass sie auch ein paar Dinge durcheinander bringen. Und er sagt, dass er damals, als es diese große Explosion in Halifax gab, dass er damals nicht dort vor Ort war, sondern halt ein paar Tage vorher in Halifax Tiere wieder aufgeladen hat und dann sind die auch schon aus dem Hafen raus, sodass er bei der Explosion dabei war. Genau. Und wir berichten nochmal, also die Halifax-Explosion, wer mehr dazu wissen möchte, da hatten wir gesprochen in Folge 76, war eine riesige Explosion im Hafen, weil zwei Schiffe miteinander kollidierten und das eine war halt voll beladen mit Munition. Und er sagt, dass diese Halifax-Explosion die Ursache war, dass ein deutsches U-Boot ein Munitionsschiff getroffen hätte. Und das ist ja offensichtlich ein Fehler, aber das hat er hier so behauptet. Und da merkt man auch nochmal, dass die Leute ja auch schon mittlerweile so alt sind, dass sie auch schon Dinge durcheinander bringen. Ja. Ansonsten berichtet er, wie er so seine ersten Reisen unternommen hatte und wie es ihm etwas mulmig wurde, als er genau die Route mit dem Schiff zurücklegte, die auch die Titanic zurücklegte. Und zwar nur 5 Jahre später war er an dem Ort, wo die Titanic gesunken ist. Und komischerweise haben sie sogar auf dem Schiff einen Stummfilm gesehen von einem Überlebenden, der imitiert hat, wie er damals diese Haupttreppe hochgerannt ist und er richtig hochrennen musste, weil das Wasser auch anstieg und er dann noch gerade so entkommen konnte in einem Beiboot. Und diesen Toll. Film hat er gesehen, als sie gerade auch so über der Sinkstelle so in etwa waren. Und damals wusste man ja nicht die genaue Position. Und meinte auch, dass er auch als Funker auch mit dem Cap Race gesprochen hatte. Das ist so eine Radio-Funkstation auf Neuseeland und mit der hatte auch die Titanic noch Funkkontakt gehabt. Das lag ihm etwas flau im Magen. Was ja auch verständlich war. Ja, total. Und dann hat er erzählt, das fand ich noch interessant, wie hat man denn damals eigentlich so hat man damals mehr als nur von Schiff zu Schiff gefunkt oder hat man vielleicht auch schon ein bisschen mit den einzelnen, also nach zum Land funken können oder nicht? Und er sagt, es gab letztendlich 3 wesentliche Funkstationen. Und zwar die eine Station war auf dem Eiffelturm obendrauf. Echt? Interessant, dann ja. Arlington in Amerika, das ist so bei Washington in der Nähe. Und dann Poltoon in Cornwall.
Ich kannte Paul Tu, ich kannte das ehrlich gesagt nicht. Ich muss das nachschauen, das liegt zumindest in Cornwall. Und das waren so drei Spots, drei wesentliche Punkte. Und jetzt muss man sich ja das aber nicht so vorstellen, dass man auf einem Schiff ist und dann Funkkontakt mit diesen Orten hat, also dass man den Eiffelturm anfunken konnte, sondern eher, dass Funksignale ankamen von diesen, vom Eiffelturm zum Beispiel, und man die nur sich anhören konnte. Aber selber hatte man nicht so viel Power auf dem Schiff, dass man den Eiffelturm hätte eine Nachricht schicken können. Ja. Macht Sinn. Ja. Und was er aber empfangen konnte und wohin auch gesendet wurde, war andere Schiffe. Und so hat er auch sehr oft mitbekommen, wenn andere Schiffe torpediert wurden und noch SOS-Meldungen ankamen. Und was würdest du denn jetzt vermuten? Du bist auf einem Kriegsschiff, bist Funker und es kommt zu einer SOS-Meldung, dass du torpediert wurdest. Was meinst du, hat denn der Captain daraufhin gemacht, wenn du ihm diese Nachricht als Funker gegeben hättest? Dass ein anderes Schiff gerade sank und ein SOS abgeschickt hat, weil es torpediert wurde? Jetzt hat er zwei Optionen. Hinfahren, Überlebende helfen. Wäre humanistisch sicherlich gut, bringt aber sein eigenes Schiff und seine eigenen Leute in Gefahr. Oder möglichst schnell abhauen, weil es offensichtlich hier U-Boote gibt. Ich würde vermuten, dass er abgedreht ist und hofft, dass sozusagen der Begleitschutz, also dieses Militär, die Leute rettet. Wäre meine Vermutung. Also sie waren ja auch ein Kriegsschiff letztendlich. Sind dann aber nicht hingefahren zu der Stelle, nämlich genau mit der Begründung, dass dieses Schiff ja schon SOS gesendet hat, weil es torpediert wurde. Wenn man jetzt dort selber auch hinfahren würde, dann wäre ja das U-Boot vielleicht sogar noch da und man würde selber auch torpediert werden, also getroffen werden von Torpedos. Und selbst ein Kriegsschiff fährt da nicht hin. Selbst ein Kriegsschiff fährt da nicht hin. Wir hatten es auch in der letzten Folge, da war auch jemand, ein Marine Soldat, also jemand bei der Marine, meine ich, der Officer Cummins, der ja auch meinte, dass man als Kriegsschiff durfte man nicht anhalten. Der hat ja auch Truppen von A nach B gebracht und man durfte nicht anhalten, selbst wenn man, wie er es erlebt hatte, dieser Officer, also der Cummins von letztem Mal, wenn man durch ganz viele Leichen durchfahren muss, man darf nicht anhalten als Kriegsschiff, man muss weiterfahren. Und genauso durfte auch dieses Schiff, wenn Nicholas Warwick ein SOS weitergereicht hatte, durfte nicht dorthin oder auch anhalten, durfte es nicht. Stelle ich mir auch schwierig vor. Denn eine andere Sache, was ich auch sehr spannend fand, war, er hatte beschrieben, dass er in einem Funkraum saß. 14 Stunden am Tag hatte er Dienst, musste also laufen. 14? Ja. 14 Stunden am Tag hatten sie Dienst und mussten lauschen. Das stelle ich mir schon sehr hart vor, und dass man da nicht einschläft. Hatten auch nicht so wirklich Entertainment an Bord, vielleicht bis auf das eine Mal, als sie diesen Stummfilm da sehen konnten. Und immer wenn er Meldungen bekommen hat, dann hat er sie natürlich den Captain melden müssen. Und das hat er gemacht, indem er Pfeifsignale, also er hat seine Pfeife in den Mund genommen und hat dann Pfeifsignale gesendet. Und über eine Pfeife haben sie sich dann verständigt. Und er meinte, das hat man machen müssen, weil es ja wirklich um Sekundenbruchteile geht. Wenn er zum Beispiel hören würde als Funker, dass da gerade ein U-Boot ist, dann muss er das so schnell wie möglich dem Captain ja auch Bescheid geben, damit er vielleicht noch irgendwas machen kann. Ist mir auch so noch nicht klar geworden. Aber ja, wenn man mal so drüber nachdenkt, das klingt eigentlich logisch. Ja, klingt logisch. Aber ich hätte jetzt gedacht, die hätten irgendwas. Ich hätte gedacht, die sprechen dann so irgendwelche Messingrohre rein mit so Zylindern. Ne, das war nicht. War vielleicht noch zu laut dafür. Man weiß es nicht. Also Pfeife klingt jetzt für mich mühselig, weil man muss ja dann irgendwie morsen oder wie auch immer. Ist ja jetzt auch nicht so einfach. Ja, du wirst wahrscheinlich ein relativ kleines Alphabet gehabt haben, mit also verschiedene Signale, ne? Sowas wie ein SOS oder Gefahr Backbord, Gefahr Steuerbord und wie sowas. Also ich finde es wirklich interessant, weil ich wäre in 100 Jahren nicht drauf gekommen, dass man das Problem mit einer Pfeife löst. Aber gut, es wird gute Gründe gegeben haben. Idioten waren es keine. Und anscheinend hat es ja auch funktioniert.
Ja, offensichtlich. Er hat überlebt. Ja. Also er meinte auch toi toi toi, dass er da anscheinend, ist auch nie auf ein U-Boot getroffen. Da hat er echt Glück gehabt. Ja, und dann kam auch schon, das war sozusagen schon zum Ersten Weltkrieg. Dann kam der Waffenstillstand und dann schreibt er noch so ein bisschen, was er nach dem Ersten Weltkrieg gemacht hat. Unter anderem. Hat er irgendwie mehr Glück gehabt im Leben? Ja, dann? Ja, weil jetzt ging es aufwärts. Es war in den 20ern, als er dann so bei den Kanaren und bei Portugal und so hin und her schipperte und auf Teneriffa war und Las Palmas. Und weil er so oft da war und keinen wirklichen Dienst am Hafen hatte, konnte er also dort auch auf diesen Inseln oder Orten einfach so rumreisen, sich die ansehen. Und er meint, je öfter er das gemacht hat, desto öfter hat er dann auch mal Touristen rumführen können. Und die 20er waren genau der richtige Zeitraum, dies zu tun und bei der Marine auch zu sein, weil einfach die Frauen drauf standen und auf ihn flogen. Und er meint, er hätte sich auch wahrscheinlich einmal auch tatsächlich mal verliebt. Er hätte es aber geschafft, als Bachelor aus dieser Zeit rauszukommen. Also er hat auch nicht geheiratet, keine Kinder gehabt. Und so, was er so geschrieben hat, war das wohl auch war das für ihn so eine Art definiertes Glück, auch nicht verheiratet zu sein. Denn er hatte eine etwas negative Einstellung dazu. Er meinte, dass Frauen zuerst dich mögen, dann wollen sie Kinder und dann mögen sie dich und sehen dich aber auch nur noch so als, du bist halt da. Das ist eine sehr radikale Ansicht. Er ist dann vom Bord gegangen irgendwann, hat seine Dienstzeit quittiert und das war genau die Zeit, als auch der große Crash kam, der Schwarze Freitag. Mhm. Und das hat er mitbekommen, hat gemerkt, oh, der Pfund und der Dollar, man sieht, dass hier eine Inflation stattfindet. Ich muss schleunigst zu meinem Vater, der ja noch Farmer ist, und muss dem unter die Arme greifen. Und sein Vater hatte gerade das große Pech, dass er sehr viele Staatsanleihen hatte. Und der Nicholas Warwick meinte zu seinem Vater, du musst das unbedingt umwandeln in Eigentum. Das Zeug musst du ganz dringend loswerden. Du brauchst hier Land, du brauchst Besitz, du brauchst Eigentum. Das ist das Einzige, was jetzt hier zählt. Und da hat er ja auch Glück gehabt. Das war eine richtige Einschätzung. So der Inflationszeit. Sie haben sie dann auch einigermaßen gut überstanden. Wie jetzt genau, wurde nicht gesagt, nur dass sie einigermaßen gut überstanden hatten. Und sein Vater starb im März 1947. Daraufhin hat er das restliche Land bewirtschaftet. Wir reden hier von 200 Acker Farmland. Also Acre wahrscheinlich Acre, auf Englisch, ja. Ne? Ja, genau. In Hektar sind das 80 Hektar. 80 Hektar, das ist aber auch nicht super viel. Das ist schon eine vernünftige Menge, es ist aber auch kein Riesenbetrieb. Also heute wäre es ein kleiner Bauernhof, glaube ich. Es war für ihn viel, auch denn er war alleine. Also die haben das alleine bewirtschaftet. Das ist schon viel. Und daraufhin kam er auf die Idee, also ganz ehrlich, ich bin doch hier nicht blöd, das kann ich gar nicht alleine bewirtschaften. Ich brauche hier Hilfe. Und hat sich dann auch Mann Stärke zur Unterstützung geholt und unter anderem auch einen Cambridge-Professor. Und der hat dann sozusagen, die haben zu zweit geforscht, wie man so jetzt übersetzt mal Kettle auf Deutsch. Warte mal, also Kühe, junge Kühe. Ja, genau. Wie man Kühe da am besten bewirtschaften kann, grasen lassen kann und so weiter. Wie man diese ganze Viehhaltung verbessern kann. Und haben Viehhaltung würde ich auch eher sagen, ja. Und haben dann die Breeders Study Group gegründet. Also die, to breed, wie kann man das am besten übersetzen? Also einfach Forschung im Bereich der Nutztierhaltung. Der Zucht wahrscheinlich, genau. Und das war sein Kommentar. Er hat jetzt nicht zum Zweiten Weltkrieg gesagt oder warum er glaubt, dass er so lange lebte. Ich glaube, er hat sich einfach in den 20ern gut gehen lassen, das, was ihm vorher im Leben so fehlte, und war wahrscheinlich ein Technik-Nerd und
hatte Glück am Ende seines Lebens. Mhm. Genau, also so viel zu dem Nicholas Swarbrick. Sehr interessant, Steffen. Sehr, sehr interessant. Ja. Fand ich echt interessant. Cool. Genau. Gut, und ich würde sagen, da sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer Folge. Wir reden ja auch mittlerweile schon über 40 Minuten, glaube ich. Und würden sagen einfach dann, das nächste Mal sehen wir uns ja wahrscheinlich wieder zu zweit. Also sehen wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht und nicht mehr über dieses Internet. Definitiv. Gut. Ja, würde ich auch sagen. Dann versuche ich mal, dass ich meinen Hintern wieder nach Europa kriege. Ich freue mich schon, dass wir dann wieder anstoßen können. Werden wir. Gut, bis dahin werde ich einfach in die Zukunftszeit reisen, indem ich einfach warte.